Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 9 News Update. Ich habe hier eine Menge Pre-Patch-Notes für euch. Wer sich jetzt wundert, warum ich das absichtlich so beschimpfe, es werden nicht alle Patch-Notes sein, da bin ich schon sehr, sehr sicher. Aber gestern konnte die Apex News Twitter-Seite, die offizielle, einige Fragen beantworten. Die durften nämlich den gesamten Season 9 Stuff schon testen und durften auf Twitter hunderte Fragen entgegennehmen und haben die auch beantwortet. Die Devs haben bestätigt, dass das alles wahrheitsgemäß ist. Und dort sind viele Patchnotes schon ans Tageslicht bekommen. Nur nicht jede Änderung wurde erwähnt oder genau ins Detail gegangen. Deswegen nenne ich euch hier auf jeden Fall zwei A5 Seiten voller Patchnotes, die sehr interessant sind. Es wird auf jeden Fall noch ein detailliertes Patchnote-Video geben in den nächsten Tagen, wenn dann die offizielle Liste von EA rausgehauen wird. Das dazu. Arena-Modus lasse ich außen vor. Das sollte klar sein, habe ich gestern ausgiebig darüber berichtet. Wir reden jetzt rein darüber, was auf jeden Fall schon offiziell ist. Wir fangen einfach mal an. Die Peacekeeper kommt als Groundwaffe zurück, ist jetzt definitiv bestätigt, tauscht mit der Triple Take. Besonderheit wie bei der Triple Take, die Peacekeeper hat ebenfalls standardmäßig schon den Prezi-Choke eingebaut. Ranked Map Rotation. World's Edge am Anfang, den ersten Split, zweiter Split, Olympus. Was noch nicht ganz klar ist, haben wir zum Start von Season 9 überhaupt eine allgemeine Map-Rotation, dass alle drei Maps drin sind. Was am Anfang wahrscheinlich so sein wird, ich nehme an eine Woche, nicht zwei Wochen, wie in Season 8 schon, wo wir Kings Canyon eigentlich zwei Wochen only haben sollten, weil es ja ein fettes Map-Update gab und haben sich aber viele beschwert, dann wurde das auf eine Woche reduziert. Und genauso soll das natürlich jetzt mit Olympus sein, mit dem Map-Update. Gehen wir aber erstmal von einer Woche voraussichtlich aus und danach müssen wir halt sehen, sind alle drei Maps in der Rotation drin oder nicht. Ich befürchte leider, nein. Aber naja, wir werden sehen. Müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Das habe ich erzählt. Low Profile wird von allen Legenden, die es aktuell noch hatten, von Pathfinder wurde es ja erst entfernt. Weitere Legenden waren Lifeline, Wraith und ich glaube Watson. Es wurden allgemein von allen Legenden, die das Low Profile haben, das Low Profile eben entfernt. Wer es nicht weiß, die kassierten 5% mehr Damage aufgrund ihrer kleinen Hitbox. Marksman Waffengattung ist eine neue Gattung, inklusive aller Sniper und der neuen Waffe, dem Combine Bow. Und dann haben wir die Mosambik bekommt tatsächlich, ist mir im Trailer nicht aufgefallen, haben einige gestern im Video kommentiert, sie hat tatsächlich 6 Schuss. Das wird auf jeden Fall sehr interessant und dann noch die Hammerpunkte oben drauf. Das könnte krass werden. Falls ich das übrigens nicht gesagt habe, Shrugtoll hat übrigens die ganzen Informationen so ein bisschen kompakt zusammengefasst und ich übersetze das Ganze. Das möchte ich nur der Ehrlichkeit halber einfach mal noch raushauen, falls ich das vergessen habe am Anfang zu erwähnen. Fuse bekommt einen Buff. Der kann jetzt 2 Knuckle-Cluster taktische Granaten eben rausballern mit einmal Cooldown-Reduzierung von 25 auf 18 Sekunden. Loba, die taktische Cooldown wird genervt. 30 Sekunden Cooldown-Zeit und es wird nur geschrieben, dass der Armreif mega heftig überarbeitet wird. Wie genau das ist offen geblieben. Das verraten sie leider nicht. Also da müssen wir dann auf jeden Fall auf das offizielle Patch-Note-Video dann noch warten. Bangalore wurde gestern wohl wieder dementiert. Ich nenne es erstmal, aber es soll wohl angeblich doch nicht so sein. Der Bangalore-Smoke, wenn du direkt einen Impact bei einem Gegner machst, soll das wohl 10 Schaden machen? Ich habe das noch nie probiert, weil ich Bangalore zu selten spiele. Und angeblich sollte das entfernt worden sein. Und das wurde aber dementiert. Achtung, das bleibt doch. Also, wenn du in der Nähe vom Gegner oder ganz nah am Gegner diese Rauchgranate triffst, dann bekommst du weiterhin Schaden. Das soll wohl nicht entfernt werden. Wir bekommen 2 neue Hop-Ups. Und in dem Trailer gestern dachte man, das ist ja nur für den Bogen. Nein, ist es nicht. Der Shatter Gaps Hop-Up, der quasi wie so eine Art Streuung, wie so eine Art Shotgun-Schuss kurz vor dem Ziel macht, wo die Projektile sich teilen, um einfach eine größere Fläche zu treffen, ist für den Bogen und für die 30-30 Repeater. Und der Dead Eyes Tempo, das ist quasi, funktioniert folgendermaßen, ist für die Sentinel und den Bogen. Triffst du den ersten Schuss, sind die Folgeschüsse schneller. Du musst aber halt auch jeden Schuss treffen, damit die Folgeschüsse eben auch schneller bleiben, beziehungsweise gleich schnell dann eben. Dann wurde der Skull Piercer entfernt. Warum auch immer. Erst drin, entfernt.
wieder drin, wieder entfernt. Also der Skullpiercer wurde viermal angerührt. Warum auch immer. Naja, einer kommt weg, ein Hop-Up und zwei kommen hinzu. Naja, Ground Emotes kommen dazu. Wie genau das aussieht, ich gehe davon aus, wie in Destiny zum Beispiel, wo du dann so rumhampeln kannst. Es soll tatsächlich eine Third-Person-Animation sein. Das heißt, wir gehen aus der Ego-Shooter-Perspektive raus und können dann in Third-Person das Gehample unserer Legende sehen. Und es soll so sein, dass jede Legende zum Start einen kostenlosen Ground Emote bekommt. Es soll eine Menge für die Legenden wohl drin sein, die wir dann natürlich auch in den Apex-Packs ziehen können. Einzige Sorge bleibt noch, könnten wir theoretisch am Rand einer Wand, wenn wir das so ein bisschen rumpieken wollen, so ob da ein Gegner steht, wenn wir diese Animation anschalten, das ging bei Destiny sehr gut, wenn ich mich nicht täusche, dann hattest du einen kleinen Vorteil, gerade wenn du Schmelztiegel gespielt hast und konntest so ein bisschen gucken, wo sind die Gegner, ohne dass sie dich gesehen haben. Da sind wir mal gespannt. Jetzt kommen wir zu Valkyrie. Da wird nur grob erklärt, taktische Fähigkeit. Ah ne, Moment. Valkyrie ist eine aufklärende Legende, kann aber den Mast, den Pathfinder und alle anderen Legenden, Bloodhound und Krypto, sie soll den Mast nicht scannen können für die nächste Zone. Das ist schon mal komisch. Die passive Fähigkeit der Jet funktioniert tatsächlich wie folgt. Hatte ich schon mal drüber berichtet. Gestern ist es mir dann einfach nicht eingefallen, wenn wir den Jet aktivieren wollen. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei Walk mit dem Pick-Me-Up. Wir springen und aktivieren wir mit der Sprungtaste oder lassen die Sprungtaste gedrückt, dann steigt sie in den Himmel. Das Ganze, also im Allgemeinen, soll Walk eine sehr laute Legende sein. Wenn sie natürlich ihren Boost nach oben mit der ultimativen Fähigkeit oder eben diesen Jet, das soll sehr, sehr laut sein. Da sollen wir uns wohl angeblich keine Sorgen machen müssen, dass das alles sehr leise passiert. Sie wird in dem Jet weder Waffen noch Granaten werfen können. Offen bleibt, ob sie sich heilen kann. Das wurde nicht gesagt. Einzig ihre taktische Fähigkeit, quasi diese Cluster-Nackel-Granaten, wie nennen wir die überhaupt? Missile Swarm nennt sich das wahrscheinlich. So hat es Shrugcloud zumindest betitelt. Diese taktische Fähigkeit kann sie einsetzen. Sie kann aber ihre Waffen und Granaten einsetzen, wenn sie in der Luft den Jet deaktiviert und quasi fällt. Aber dann noch irgendwas zu treffen, wird wahrscheinlich nicht so leicht sein. Und wie gesagt, die taktische eben der Missile Swarm soll nicht sehr viel Schaden machen, aber soll einen leichten Stunning-Effekt, so ähnlich, aber nicht so heftig wie beim Arcstar, logischerweise machen. Skyward ist die ultimative Fähigkeit, ist klar. Also wir gehen, wir fliegen in die Luft, wir boosten uns in die Luft wie beim Jump Tower. Unsere Teammates können sich uns anschließen, dann geht's da hoch und alle sind glücklich. Moment, wir machen hier den Trailer im Hintergrund nochmal so ein Stück weit an. Lifeline Care Package, Cooldown auf 60 Sekunden, schlagt mich tot. Ich weiß gerade nicht, wie lang die Cooldown-Zeit im Allgemeinen ist. Das ist ein kleiner Buff. Dann gibt es einen weiteren Buff, dass wir jedes Mal in dem Care Package mindestens ein Upgrade bekommen, was uns besser macht. Ich bin zwar gespannt, wie das aussieht, wenn wir voll ausgestattet sind, selbst mit einem roten Körperschild und so weiter, wie wir dann noch ein Upgrade kriegen sollen, was uns besser macht. So soll es versprochen worden sein von Respawn. Und natürlich die Reviving-Drohne, nicht die Heildrohne. Na eben, die Heildrohne, das wurde gar nicht erzählt, aber das soll bestätigt sein. Die Heildrohne soll um 60% schneller heilen. Das wurde ja aber nicht benannt. Also könnte es sein, dass das immer noch ein kleines Gerücht ist. Auf jeden Fall ist das Schild von der Revive-Drohne verschwunden und es kommt auch eine Cooldown-Zeit oben drauf. Wie lange, kann ich euch in diesem Video aktuell leider noch nicht sagen. Horizon soll sich im Pick-Me-Up, wenn sie oben angekommen ist, wahrscheinlich auch während sie da hochfliegt, nicht mehr strafen können, quasi sich von links nach rechts bewegen. Das ist, finde ich, ein massiver Nerf, der wahrscheinlich ein Stück weit gerechtfertigt ist. Ich kann den total nachvollziehen. Ob an der Cooldown-Zeit noch was gebastelt wird, wurde nicht erwähnt. Und wir haben im Arena-Ranked. Der Arena-Ranked-Modus ist noch nicht da. Der soll mit einem späteren Update tatsächlich kommen. Also wir bekommen auf die Arena einen Ranked-Modus. Wann allerdings, ob das in Season 9 passiert, kann ich euch aktuell nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, wir haben heute Dienstag. Ich denke mal so
Richtung Sonntag, Montag, könnte ich mir vorstellen, sind dann die endgültigen 100%igen Patchnotes draußen. Dann gibt es auf jeden Fall nochmal ein detailliertes Patchnote-Video. Das wird dann wahrscheinlich mindestens doppelt so lange gehen wie dieses Video, weil da gehe ich wirklich nochmal auf alle Änderungen ein, wie sich das eben für ein Patchnote-Video gehört. Jetzt lasst ihr dem Video bitte einen Daumen nach oben da. Völlig kostenloser Support. Ein Abo, wenn ihr neu seid, ebenfalls. Selbst wenn ihr schon lange dabei seid und noch nicht abonniert habt, drückt auf diesen verdammten Knopf, um mich bestmöglich zu unterstützen. Würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Und für alle, die zeitnah das Video schauen, sehen wir uns wahrscheinlich jetzt gleich noch auf Twitch im Livestream. Das war's von mir. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Rein. Ciao.